Ist das immer so auf Toplane? Was ist denn das für ein Zeltlager hier von den beiden Junglern? Die machen ja nichts anders. Unser Jungler respawnt und geht top und der Gegner Jungler respawnt und geht top. Who's that Pokémon? It's no way for you! Alright, so, aber wir machen jetzt auf jeden Fall Guess My Elo als nächstes. Shen gegen Gangplank 1v1. Schauen wir uns den an. So, das erste, was wir immer machen, ist, wir machen einen Check. Wisst ihr, ja? Wir gucken, was für Champions sind in dem Game und welche Summoners haben die. Okay, also das sieht nach relativ normalen Team-Comps aus, würde ich sagen. Blue Side Team ist unglaublich ahead. Dicke Bounties und das ist ein 1v1. Schau mal. Oh mein Gott, nein, Gangplank, nein! Nein! Oh mein Gott, oh nein! Was würde ich sagen, elo-technisch? Du hast ineffizientes Movement zwischen deinen Spells gehabt. Oder zwischen deinen Auto-Attack. Aber ich meine, es waren ein paar gute Elemente dabei, aber ich würde sagen, das kann sehr schwer über Silber 1, Gold 4 sein. Oh nein, kann ich es nochmal verstehen? So, nächstes Play. Nächstes Play, meine Damen und Herren. Okay, Champions sehen alle relativ normal aus. Das ist eine Katarina mit Krakenslayer und Ravenous Hydra und Rageblade. Keine Ahnung, ne? Boah, sieht das beautiful aus, dieser Start, ne? Finde ich sehr, sehr schwer. Ich würde auch hier sagen, ich würde sagen, du bist Silber. Du bist Silber 1. Ah! Und damit haben wir das nächste Game, meine Damen und Herren. Das war's mal wieder mit Guess My Elo, dem besten. Ich weiß nicht, ob das das beste Q-Format ist. Ich mag das ab und zu. Die werden auf jeden Fall ein AD-Champion-Top spielen, ne? Ich weiß nicht, ob ich Unflinching hier brauche. Die haben eigentlich keinen CC. Können wir ruhig Overgrowth nehmen. Wir sollten auf jeden Fall aber TP nehmen auf der Lane. Was haben wir hier? Werte Herrschaften. Wir spielen gegen Toplane-Kartus. Das Matchup hier sollte Turbo-Free sein, by the way. Also ich weiß nicht, wie wir das verlieren können, aber das habe ich vorhin beim Kennen-Matchup auch schon gesagt. Ich will euch nur darauf vorbereiten, wenn ich jetzt gleich inte, dann, ne, dann wisst ihr, dass es an mir lag und nicht am Matchup, okay? Nur damit ich mir keinen Ausredepolster oder so organisieren kann. Nicht so super worth. Shit, heute sind wir echt. Kein Duck trackt immer mal wieder, meine Güte. Ist die am Kuferbilder, ne? Weil die Jungler laufen gerade einfach permanent nach oben, ne? Weiß ich aber nicht, vielleicht Seal gehen wollen in dem Game. Er hat leider oben gewartet auf mich. Ist nicht, was wir sehen wollen. Er wird jetzt ein bisschen ein Level ahead sein auf uns. Ist halt die Frage, ob wir ihn theoretisch einfach diven können, aber ich glaube, er hat Flash, ne? Und unser Jungler wieder hoch. Also diese Lane ist... Ich weiß nicht. Ist das immer so auf Toplane? Was ist denn das für ein Zeltlager hier von den beiden Junglern? Die machen ja nichts anders. Unser Jungler respawnt und geht top und der Gegner Jungler respawnt und geht top. Wobei mein Jungler, glaube ich, noch öfter da ist als seiner, ehrlicherweise. Im nächsten Ehe killen wir ihn einfach, oder? Wir müssen bloß aufpassen, dass wir jedes Q dodgen, so wie da. Wenn wir jedes Q dodgen, dann kann er uns mit der Ult danach nicht killen. Wir haben wahrscheinlich hier vorne Q.
tun wollen. Hat ihr geflasht bei dem Play gerade? Nee, ne? Kane hat, glaube ich, keine andere Lane, um Stacks zu bekommen, aber der spielt doch Blue Kane. Also jede andere Lane ist gut für ihn, außer meine. Wir sehen auch, dass Kane unten ist, weil er gerade geheraldet hat. Ansonsten hätten wir ja nicht pushen dürfen, ne? Okay, Shibu sollte uns genug Tankiness geben gegen den Katus und den Kane fürs Erste. Wobei ich nicht weiß, ob das gegen den Kane stimmt, weil der schon relativ dick ist. Ja, wir gehen jetzt einfach für den super Hyper-Carry-Build. Gehen direkt in Infinity Edge rein und dann können wir Death Dance und so bauen und sind, glaube ich, tanky genug. Kann sein, dass der Kane hier ist halt. Aber ich glaube, ich kill die beide, oder? Ich finde das immer so lustig. Das passiert mir auch manchmal, ne? Der dachte halt, er kann einfach traden und kann seine First Strike Stacks auf mich abbauen. Und er wäre fein. Aber du bist gegen F***ion nicht fein, ne? Sobald wie viel Tempo reingeht, der Damage ist einfach so disgusting, ne? Wie die einfach aufgeplatzt ist, ne? Genau, Mitte kurz noch einmal halten, nehme ich an. Der Drake wäre auch sehr, sehr nice für uns. Also ich finde, Yone hat das Problem, dass das einer von den Champions ist, der auf eine sehr ungesunde Art und Weise snowballt, finde ich. Ja, das, ich finde, das ist so ein Problem bei Yone, dass du halt, du snowballst auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise. Bei sowas zum Beispiel, ne, klar, du kannst dich nur wegen Shieldboard, das ist schon, ist halt sehr toxisch so, weil ich einfach zwei Leute, die solide im Game waren, habe ich jetzt einfach Auto-Attacked zweimal und damit gekillt, ne, das ist halt nicht so cool. Für die wahrscheinlich. Für die ist nicht so cool, für dich schon recht. Ich sag mal so, also nach den letzten Games, wo wir ein bisschen gestruggelt haben, fühlt sich das gerade schon sehr, sehr gut an. Ich würde mich auch bei noch einer Runde Yone sehen, muss ich sagen. Aber gut, man muss jetzt auch dazu sagen, dass Yone gegen Katus ist natürlich schon vielleicht auch ein bisschen ein einseitiges Matchup. Aber wer spielt auch Katus Toplane? Also da muss man halt, also das ist halt schon sehr wild. Er war sehr, sehr boosted. Oh mein. Egal, wir haben 1 für 1 getradet. Alles easy, alles easy. Okay, der ist einfach in uns reingebruisert da. Nicht so gut für seine Gesundheit. Ich glaube auch nicht, dass der Kane mich überhaupt killen kann hier, oder? Ich bin schon zu tanky. Aber nichts gegen mich mache. Wir sollten echt mehr solche Bruiser spielen aktuell, habe ich das Gefühl. Macht einfach den Spaß des Lebens, ey. Vor allem, du kannst so kacke sein, finde ich, auf Bruiser gerade. Ich finde, das ist das, was am allermeisten Spaß macht an denen. Du musst nicht gut spielen, du kannst bad sein. Das ist so stark. Das ist designed für jeden, so ein Bruiser. Wenn du random fett wirst, keiner kann irgendwas machen. Du kriegst keinen Damage, aber du machst Schaden. Oh, war das knapp, ey. Wir sollten wahrscheinlich einfach nashen, oder? Ich glaube aber nicht, dass ich den... Meint ihr, ich kann den Solo und den nashen? Nee, ne? Nicht genug Lifesteal. Und BT auch noch. Unten ist immer noch Aktion, ne? Dann gehen wir nochmal dazu. Wir können trotzdem noch nashen, ne? Keine Ahnung, wo der Kane gerade ist, aber was soll das machen? Ja, auch mal kurz zurück hier. Ich glaube, als nächstes können wir BT gehen, aber, ne? Dann gehen wir Richtung Bot hier. Wir könnten Vincent, wäre auch nicht schlecht für uns. Weil es halt nur gut ist gegen den. Ja, wir könnten auch GA, könnten wir auch gehen hier. Waren die Champtech-Pflanzen? Ja, die Champtech-Pflanzen verstärken die ursprünglichen Pflanzen auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, also und es werden mehr auf der ganzen Karte. So, das heißt praktisch, also die Honeyfruit slowt dich nicht mehr, sondern gibt dir, glaube ich, sogar, also die gibt dir sogar Movement Speed und die gibt dir einen Schild.
glaube, wir können einfach enden, aber es hat so Spaß gemacht, das Game. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Oh, da ist ein Articary gespawnt. Let's go! Genau, die Honeyfruit gibt dir einen Schild, gibt dir Movement Speed oder beziehungsweise slowt dich nicht mehr. Die Knallpflanze wirft dich die doppelte Reichweite. Und die Vision-Pflanze gibt dir Movement Speed, wenn du in die Richtung der Vision-Pflanze läufst und reduziert die Leben feindlicher Wards auf einen Health-Punkt. Das heißt, das Champ-Tech-Rift empowert die Pflanzen und spawnt mehr Pflanzen. So. Oh, wir müssen viel mehr solche Champions spielen. Dieses Game hat sich so geil angefühlt. Du musst nichts können. Das macht so Spaß. Das ist so richtig, wie das Game sein soll. Ne? So richtig alte Mann. Genauso wie Control Mages früher waren. Klar kannst du aus solchen Bruisern noch mehr rausholen, wenn du sie besser spielst. Aber du musst nicht. Ne? Du kannst alles machen. Du bist tanky, du one-hittest, du bist stark. Das fühlt sich so schlecht an im Vergleich zu sowas, ein Control Mage spielen zu müssen.